Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Star Wars The Old Republic. Es geht weiter auf Regie. Ich musste mir jetzt extra zu meinem Raumschiff fliegen. Raumschiff fliegen, zu meinem Raumschiff gehen und dann nach Regie fliegen. Das kostet mir 2900 Credits, ey. Das kostet mich an. Sau teuer. Aber da die Kisten ja hier auch fast jedes Mal da sind, abends um die Uhrzeit, wenn ich aufnehme, habe ich da keine Probleme. Was für eine Mission war das jetzt? Irgendwie Feuer und Flamme? Noch von der letzten Folge. Wir müssen jetzt mit Lana Beniko reden. Und was auch in der letzten Folge war, die Gespräche hatten so ein leichtes Echo. Das heißt, ich habe ja eigentlich mein Headset auf, aber irgendwie war dann die Muschel nicht dicht oder das war einfach zu laut, dass das Mikrofon dann den Sound aus der Muschel aufgenommen hat. Das kann also sein, dass ich deswegen den Daumen nach unten bekommen habe. Weil mit Daumen nach unten kann ich eigentlich nie was anfangen. Am besten schreibt dann in die Kommentare rein, so was genau falsch war oder was verbessert werden kann. Das habe ich dann zum Glück selber gesehen. Jetzt will ich erstmal das Gespräch anfangen und dann mal gucken, ob es dann wieder so ist mit dem scheiß Echo. Dann muss ich das nochmal aufnehmen. Ansonsten, ja, ansonsten nehme ich es nicht nochmal auf. Wir können uns keine Unbesonnenheit leisten, Jakaro. Teron zu verlieren ist schlimm genug. Sollen wir dich auch noch verlieren? Aber, beruhigen Sie sich. Königin Lena von Onderon befand sich einst in einer ähnlichen Situation und ihre Lösung war ziemlich kreativ. Halt die Klappe, Droide! Was ist passiert? Wo ist Teron? Er wurde gefangen genommen. Den Nova Blade-Daten zufolge sollte sich ein Revanita-Unterschlupf in diesem Dorf befinden. Und als wir die Sache untersuchen wollten... Was, sie waren nur zu zehn? Sie haben es mit angesehen? Teron ist der Einzige, den die Revanita gesehen haben. Sie wissen wahrscheinlich nicht, dass hier noch mehr von uns sind. Diesen Vorteil müssen wir erhalten. Folgen wir ihm. Es war die richtige Entscheidung. Wie konntet ihr ihn im Stich lassen? Und ihr zwei hattet keine Chance, ihn zu retten? Das kaufe ich euch nicht ab. Darum geht es doch gar nicht. Ganz gleich, ob wir ihn gerettet hätten oder nicht. Allein der Versuch hätte den Feind auf uns aufmerksam gemacht und dann wären wir auf der Flucht, statt die Mission fortsetzen zu können. Ich denke, Sie alle machen sich zu viele Sorgen. Sie haben ihn lebendig gefangen genommen. Das ist doch ein gutes Zeichen. Wahrscheinlich foltern sie ihn nur ein wenig oder verhören ihn. Und dann erzählt er ihnen von uns. Oh nein. Das ist kein Problem. Teron verfügt über mehrere verborgene Implantate, die es ihm erlauben, physischen Schmerzen und chemischer Manipulation zu widerstehen. Was ist, wenn Revan oder einer seiner Anhänger die Macht nutzen? Könnten sie dann nicht seine Gedanken lesen? Mir ist es noch nie gelungen. Und ja, ich habe es bereits versucht, was sicher niemanden überrascht. Terons Geist ist sehr geordnet und überaus unbeugsam. Das verdankt er wahrscheinlich seiner Erziehung durch die Jedi. Er wird unsere Geheimnisse sicher bewahren und wir werden ihn retten. Aber im Moment müssen wir uns konzentrieren und alles genau planen, so wie er es tun würde. Ja gut, er hat zwar einen unbeugsamen Geist, aber... Wie war das? Ein Drum und Cas? Nee, Drum und Cas nicht... Auf Korriban war das, glaube ich, noch. Ne, das war schon auf Drum und Cas bei der Sith Inquisitor oder. Ne, ich glaube beim Sith Krieger, die Story. Da gab es doch den Brecher. Womit auch starke Willen gebrochen werden können. Ich glaube, das war wirklich Sith Krieger Story und dann mit Darth Barras, wo man dann irgendwie Teile von dem Brecher holen sollte, um dann irgend so einen Jedi-Typen zu befragen oder auszuhören. Das könnten die mit ihm ja eigentlich auch machen, ne? Stimmt. Ich höre nicht auf Sis. Ihr habt recht. Wir müssen uns an die Mission halten. Wenn wir die Revanita finden, finden wir auch Teron. Ganz genau. Wenn wir Glück haben, erfährt er vielleicht sogar etwas über ihre Pläne. Also, was habt ihr von den Mandalorianern erfahren? Revan verfügt hier auf Rishi über eine geheime Flotte. Er bereitet sich auf irgendeine Schlacht vor. Eine geheime Flotte? Piraten, die Handelsrouten verändern? Das ist es. Sie beeinflussen nicht nur die Handelsrouten, sondern auch imperiale und republikanische Patrouillenwege. Revan will sie in einen Kampf verwickeln. Hier über Rishi. Wenn seine Schiffe ins Spiel kommen, könnten beide Flotten zerstört werden. Das muss sein Ziel sein. Beide Seiten zu schwächen, damit er seinen Zug machen kann. Wir müssen eine Möglichkeit finden, das zu verhindern. Ich weiß, wo sie sich aufhalten.
Nach der Gefangennahme von Theron habe ich ihre Übertragungen abgefangen. Die anschließende Triangulation der Position ihrer Basis war eine simple Rechenaufgabe. Ich habe sie bereits vor 87 Sekunden abgeschlossen. Sie verstecken sich auf einer kleinen Insel, nicht weit von hier. Die einheimischen Rishi haben auf derselben Insel ein Handelsdorf. Sie bieten uns sicher angemessene Unterkunft. Dann lasst uns aufbrechen. Wir müssen hier sämtliche Spuren verwischen, die wir vielleicht hinterlassen haben. Geht schon mal vor, wir treffen uns später. Oh, wie ich das Wischen geliebt habe. Er liebt das Wischen. Naja. Fackel der Republik. Was ist das denn hier? Astori-Mission abgeschlossen. Blutjagd im Einzelspielermodus. Auf der imperialen Seite und auf der republikanischen Seite. Kann ich das jetzt mal wieder schließen? ...178er-Zeug. Ich nehme das mit Angriffskraft, das kann ich in... Oh Gott, mein Inventar ist schon wieder voll. Ich hasse es. Gut, dann räume ich jetzt mal kurz mein Inventar auf und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich bin schon mal aus der Phase rausgegangen. Ich habe jetzt mal kurz die Folge angeguckt. Da war zumindest kein Echo in der Videosequenz zu sehen oder zu hören. Heißt also, diesmal habe ich mein Headset ordentlich gut aufgesetzt, gut isoliert. Ich habe ja auch ein... Kapuzenpullover auf, wo ich die Kapuze auf habe und dann das Headset drüber, damit ich nicht diese dreckigen Kunststoffschalen da an meinen Ohren habe, weil wenn ich dann irgendwie schwitze oder transpiriere, dann habe ich mir so die Befürchtung, dass sich das dann irgendwie auflöst, das Zeug, und dann irgendwie hier chemischen Elemente oder dass zumindest meine Haut gereizt werden könnte, dass ich Ausschlag bekomme oder im schlimmsten Fall irgendwas über irgendwelche Pickelöffnungen, keine Ahnung, was ich irgendwas absorbiere. Weil mein Headset ist zwar Logitech, aber es glaube ich war made in China und ich traue dem Scheiß einfach nicht. Ah, sieht auch nicht schlecht aus. Ich war hier schon mal mit meinem Imp-Charakter. Kisten habe ich hier noch nicht gefunden. Was war das denn gerade? Ach, da hinten rennt gerade einer. Das da hinten wäre eigentlich so ein guter Platz für eine Kiste, ne? Frage mich jetzt natürlich, wo die Erschöpfungszone ist. Müsste gleich anfangen. Keine Kiste. Ich habe mich jetzt auch nie auf die Kisten spezialisiert. Ich habe jetzt bloß die im ersten Gebiet, habe ich jetzt... Ich denke mal, dass das alle Kisten sind, weil das sind so die Kisten, die die meisten Leute kennen. Ein guter Trick natürlich, wenn man nicht alle Kisten kennt, man rennt einfach irgendjemand hinterher, der gerade seine Kistenroute läuft. So findet man dann halt raus, wo die anderen Kisten sind. Scheiße. Also auch der Gegner hier, ich renne ihn immer in die Arme. Muss man hier ein bisschen mehr tappen. Dass ich sehe, wo die Gegner sind. Ich habe das immer alles ausgeblendet, weil sonst würde man überall irgendwo rote und grüne und weiß ich was für Symbole sehen von Verbündeten, Verfeindeten und neutralen Gegnern. Neutrale Gegner, ja. Ist auch so ein Wort, was es nicht gibt, neutrale Gegner. Waffen geladen. Was ist denn hier ein Wissensobjekt? Exonium. Es geht um die Nova Blade. Könnt ihr euch durchlesen, wenn ihr wollt. Ich mache das meistens nie. Was heißt meistens? Eigentlich mache ich es nie. Und das sind jetzt hier die Rishi, die Rasse, die nach dem Planeten auch benannt sind. Seid gegrüßt. Wir haben euch am Strand kämpfen sehen. Die anderen Fremdlinge waren sehr unfreundlich. Wir sind viel freundlicher. Seid ihr hier, um zu handeln? Braucht ihr eine Unterkunft? Fremdlinge sind bei uns stets willkommen. Das ist sehr freundlich von euch. Niemand ist dermaßen freundlich. Haltet die Klappe und geht zur Seite. Danke für den herzlichen Empfang. Ich bin überrascht, dass ihr Fremden gegenüber so offen seid. Wir lieben fremde Besucher. Ihr habt so viele interessante Dinge zu erzählen. Was, dieser Ort ist eine Müllhalde? Ein ganz neuer Fremder. Eure Sprache ist uns unbekannt. Bitte sprecht doch mehr. Oh, das ist nicht nötig. Ich kann hervorragend für uns beide sprechen. Erlauben Sie mir, dass ich Ihnen
Der andere Kopf kann auch sprechen und ich dachte, er wäre nur zur Zierde. Faszinierend. Ihr habt andere Fremdlinge erwähnt, die, die mich angegriffen haben. Was wisst ihr über sie? Nicht viel, fürchte ich. Sie gehen uns für gewöhnlich aus dem Weg. Es erscheint etwas unhöflich, aber wir wissen, dass unsere Sitten anders sind. Sie haben ein paar Lager auf der Insel und sie tragen unterschiedliche Farben. In manchen Lagern dunkel, in anderen hell. Aber sie arbeiten alle zusammen, so wie ihr. Revanita, manche von der Republik, manche vom Imperium. Ich glaube, ihr habt recht. Ich werte immer noch Terons dekodierte Nova Blade-Daten aus. Sucht diese Lager auf und stört sie so gut ihr könnt. Ich bin dabei. Flirten. Zu zweit würde es mehr Spaß machen. Sagt mir nicht, was ich tun soll. Na, dann flirten wir mal ein bisschen. Zum Auswerten ist später noch genug Zeit. Ich fände es schön, euch an meiner Seite zu haben. Ich würde wirklich gerne, aber ich glaube, ihr kommt auch ohne mich klar. Hier wird meine Hilfe dringender benötigt. Möge die Macht euch stets dienen. Was hier? Dann bleibt doch bei dem Vogel und Vögel mit ihm. Habe ich das jetzt wirklich gesagt? Ja, habe ich. Vögeln ist nicht das, was sie jetzt denkt. Nee. Ja, nehme ich wieder das mit Angriffskraft. Krass, ich habe schon fast das Maximum erreicht. Wobei, da sagt er auch schon mal ab 800, wobei das Limit bei 1000 ist. Also da braucht man sich jetzt auch keine Sorgen machen. Ich muss noch den dämlichen Zugriffspunkt hier wieder freischalten. Ey, warum könnte nicht automatisch freigeschaltet sein, wenn man auf den, wenn man den Bereich betritt hier? Ich weiß nicht, ob ich den wirklich brauche. Weil viel mache ich eh nicht. Ich fahre einfach nur rüber in das Rishi, in das Revanita-Lager. Ich glaube, im Norden war auch noch ein größeres. Achso, und hier gibt es irgendwie so eine riesigen Schweine. Exoschweine? Nee, ich glaube, Exoschweine war was anderes. Die waren auf einem anderen Planeten. Auf jeden Fall sind das riesige Schweine. Und einige davon haben einen speziellen Namen und sind Elite-Gegner. Und die droppen dann irgendwie so einen weißen Gegenstand. Also hier Sonnenschweine sind das, übergroßer Dschungel-Prophet. Und einige haben dann einen Namen, da steht dann irgendwie Grog the Grophet oder Grog der Grophet. Wenn man den legt, der hat dann irgendwie so einen weißen Gegenstand, wurde mir gesagt, und der wird dann beim Schrott verkaufen. Also wenn man hier beim Gefährten Rechtsklick und Schrott verkaufen macht, wird dieser Gegenstand verkauft. Aber den braucht man wohl für irgendeinen Datacron. Gut, hier wird er wohl nicht sein. Das wird. Ist er das da? Nee. Ach nee, ich glaube, der steht, glaube ich, nicht immer da. Das ist bloß ein Platz, wo er immer spawnt. Ab und zu spawnt dann so ein Schwein und ab und zu spawnt dann das Schwein mit dem Namen da. Der Prophet mit dem Namen. Oh geil, das ist eine lange Hängebrücke hier. Gut, die hängt jetzt nicht wirklich physikalisch richtig durch, aber egal. Hier auch wieder, das ist irgendwie viel zu abgekantet da. Du hast den Ort nördliche Revanita-Lager entdeckt. Der Ort heißt nördliche Revanita-Lager. Das sind aber eigentlich mehr die westlichen, weil im Norden gibt es auch noch welche. Ach ja, und ich wurde gebeten, dass ich mal auf einen anderen Baum spiele. Ich habe jetzt immer noch den PvP-Baum an, den mittleren. Konnte ich. Ne, mit dem konnte ich, glaube ich, irgendwie skillen. Feldumskillung habe ich mir leider damals so mit meinem Maro gekauft, was total sinnfrei war. Damals hat es dann irgendwie 250.000 oder 200.000 Credits gekostet. Und da Maros ja bloß 3 Schadensbäume haben, ist es jetzt nicht wirklich sinnvoll, sich sowas zu kaufen. Es sei denn, man spielt dann wirklich exzessiv und sehr viel, dass man irgendwie im PvP Vergleiche machen will, dass man ein Kriegsgebiet so macht und das nächste dann mit einer anderen Skillung, dass man nicht hier mehr zur Flotte zurück muss. Fuck. Ah, ich hasse diese Revanita, ey. Geil. Ich glaube, das Level-Up hat mir gerade das Leben gerettet. Erstmal wieder volle Energie haben.
3 von 15. Naja. Brauche ich nicht. Level 57 reicht mir selbst. Oh Gott, gibt's hier viel Schrott. Würde ich am liebsten alles plündern, aber nee. Es muss liegen bleiben. Ich muss da in diese Instanz rein. Am besten die Gegner umgehen. Ich habe keinen Bock auf Kämpfe. Ach man, ich habe keinen Bock. So, hätten wir auch erledigt. Und das Inventar ist voll. Und ich krieg schon wieder Hakenkreuz in den Augen, weil ich das nicht sehen kann, wenn irgendwo Loot ist. Ich weiß nicht, wenn einige Leute von euch Fallout kennen. Ich hatte Fallout 3 für den Computer. Da gibt es ja irgendwie so ein Gewichtslimit, was man an Gegenständen mitschleppen kann. Man kann das zwar auch aufstocken von 300 Kilo auf 350. Ja, jetzt kommt es oder nicht? Nun gut, ihr habt uns wohl erwischt. Der Kommandant des Chaos-Trupps. Ein Experte, wenn es darum geht, Verräter hinzurichten. Das ist doch eure Mission, oder? Ja, und um nochmal zu Fallout 3 zurückzukommen. Es gibt ein Gewichtslimit und das habe ich jedes Mal überschritten. Ich glaube, ich hatte dann irgendwie Maximum nachher 2000 von 300 Kilo, die ich eigentlich tragen darf. Man darf mehr tragen. Aber wenn man dieses Gewichtslimit überschreitet, dann geht man natürlich extrem langsam durch die Welt. Und das bei einer so einer riesigen Karte ist es wirklich schon kaputt. Aber ich habe es wirklich gemacht, dass ich da irgendwie teilweise durch kilometerlange U-Bahn durchgeschlichen bin, weil ich einfach viel zu voll beladen war. Ich habe jeden Blödsinn mitgenommen. Und wenn irgendwelche Blechdosen, kaputte Blechdosen am Boden lagen, ich habe die eingesammelt und irgendwie dann beim Schrotthändler für, ich weiß gar nicht, Kronkorken war das, ne? Für 0,2 Kronkorken verkauft. Da habe ich irgendwie nachher allein hunderte Kronkorken durch wirklich Glasflaschen und Plastedosen bekommen. Das ist echt krank, aber naja, so bin ich halt. Wir müssen nicht kämpfen. Ich bin nicht offiziell hier. Ihr habt recht. Angreifen? Hm, nee. Ihr habt es in der Hand, in welche Richtung sich das hier entwickelt, Captain. Ich würde gerne auf weiteres Blutvergießen verzichten. Wenn ihr das Blutvergießen wirklich beenden wollen würdet, wärt ihr auf unserer Seite. Wir haben geschworen, die Regierungen zu stürzen, die die Galaxis schon so lange spalten, und diesen Krieg zu beenden. Mit welcher Rechtfertigung stellt ihr euch uns in den Weg? Wie könnt ihr Verrat rechtfertigen? Haltet den Mund, Spinner. Euer Verrat an der Republik hat Tausende von Leben gekostet. Alles nur, um den Worten eines einzelnen Wahnsinnigen zu folgen. Revan durchschaut die Lügen. Er weiß, wie die Galaxis zu retten ist. Vor was retten? Dem Krieg? Revan führt schon seit Jahrhunderten Krieg. Er ist besessen davon. Der Kerl behauptet, dass er uns alle retten will. Dabei ist ihm aber jeder Trick und jedes Opfer recht. Was ist, wenn am Ende niemand mehr übrig ist, um gerettet zu werden? Ich weiß nicht. Was wollt ihr von mir? Ha? Warum erzählt ihr mir das alles? Ich will euch helfen, die Wahrheit zu sehen. Wir können zusammenarbeiten. Ich glaube, ihr wollt das Richtige tun. Wenn ihr zur Republik zurückkehrt, ist es dafür noch nicht zu spät. Meint ihr das ernst? Einfach so? Nach allem, was passiert ist? Wieso nicht? Ha, das ist verrückt. In Ordnung. Ich kann zwar nicht für alle sprechen, aber ich gebe der Republik eine letzte Chance. Wir folgen euch, Captain. Danke. Für all das. Und viel Glück. Tja, wir haben jetzt gerade einige Leben gerettet. Weil sonst hätten wir sie töten müssen. Yes, Inventar ist schon wieder voll. Es geht so schnell. Der Typ steht immer noch hier. Was will er hier? Hau ab. Ab zur Flotte, Mann. So, erstmal wieder raus hier. Jetzt müssen wir, glaube ich, ins nördliche Lager. So, wo müssen wir jetzt... Ah, ne, hier ist noch was.
geht also weiter. Ah, nein. Der Loot. Der schöne Loot. Haut ab. Wo ist der Eingang? Wo ist denn hier der Phaseneingang? Hier oben ist es auch nicht. Oh, jetzt hat der Wichser mich rangezogen, oder was? Hau doch ab, Mann. Genau, HK, du kämpfst, ich hau ab. Das nenne ich nochmal Arbeitsteilung. Oh, sind hier überall welche? Ich glaub's nicht. Ich aktiviere gleich das Heldenmoment, Mann. Da kam der Jedi. Oh, so ein Dreck, ey. Überall stehen die Gegner. Man kann sich nicht mehr durchschleichen. Und vom Level her, also ich habe es gar nicht nötig, dass ich jetzt hier noch großartig weiter leveln muss. Ich glaube, Taral 5? Taral 5, Yavin 4. Yavin 4 war, glaube ich, ab 57. Also ich könnte auch mit dem Level dorthin. Ah, scheiße, ey. Erstmal heilen. Den dämlichen Schneeball, den nehme ich erstmal wieder raus. Lebenstest ist mich jetzt gestorben. Hier ist vorbei. Ich habe die Parolebäume gekauft, die ich haben wollte. Und das reicht auch. Komm ich da jetzt... Ah, ist da. Ha, super Umgang. Ich bin so gut. Bei den ganzen Sicherheitsalarmen hatte ich mit mehr gerechnet. Tut uns allen einen Gefallen und sterbt schnell, Soldat. Ihr habt uns schon genug Zeit geraubt. Wir müssen nicht kämpfen. Lügen. Gebt auf oder sterbt wie Millenek. Angreifen. Ich glaube nicht, dass es Zeitverschwendung ist, Leben zu retten. Was ist mit euch? Soll das Töten einfach so weitergehen? Wenn es notwendig ist... Ach, schade. Jetzt muss ich euch töten. Sperrfeuerprotokoll aktiviert. Ich glaube, ich hätte die andere Alternative nutzen sollen, dass ich ihn anlüge, dass ich den anderen getötet habe. Die von der Republik. Reparatur dringend. Boah, Alter, was machen die für einen Schaden? Oh, es wird langsam peinlich, ey. Willst du mich verarschen? Gut, ich weiß, ungebufft, aber trotzdem. Oh, jetzt muss ich 20 Sekunden warten, das gibt's doch nicht. So, nochmal versuchen. Das Schlimme ist, der HK hat auch 55er Klamotten an. Er macht also keinen schlechten Schaden. Auch wenn die 57 sind, das ist jetzt nicht so krass. Eigentlich. Und ich bin für 57 gut ausgestattet, also. Ich weiß nicht, warum die hier so viel Damage machen. Und ich habe bei mir gesehen, eigentlich war der Balken noch bis hier. Und das müssten so... Keine Ahnung, wie viel darf... Wie viel mag das sein? Das ist ja mehr als ein Zehntel. Also ich würde schon sagen, dass ich dann noch 5000 Leben hatte. Und wie kann ich dann bitte durch eine Feuerbombe getötet werden, die 1700 Schaden macht? Irgendwie ging mir da der Schaden zu schnell. So, ich schieße nochmal an und dann gucke ich nochmal. Feuerbombe, ich unterbreche den Scheiß mal lieber. Ich kann auch nicht unterbrechen, oder was? Oh krass, Alter, was der für einen Schaden macht bei HK. Erst passiert gar nichts und dann zack. Ist er halb tot hier, oder fast tot. Ist ja echt krass, ich muss mir jetzt mal wieder einen Heiler holen. Holen wir uns mal Tweak. So, hier, Terminal. So, jetzt sollen wir zu Lana Beniko zurückkehren. Vorhin, als ich die Aufnahme kurz unterbrochen hatte, habe ich gesehen, also bei 6 Minuten,
Die Folge war 8 GB groß. Da kann man sich auch mal so ein klein bisschen vorstellen, wie das ist. Eine 6 Minuten lange Folge in der Rohaufnahme ist 8 GB groß und wenn ich dann hier durch bin, dann habe ich da dann halt fast 16 GB oder so um den Dreh. Wenn es dann halt mal wirklich so lang geht, wie sie eigentlich gehen soll. Ich glaube, jetzt bin ich schon wieder bei 20 oder bei 30 Minuten. Gegner töten? Nee, darauf scheiße ich jetzt erstmal. Dann nehme ich mal kurz die Schnellreise zurück. Dann reden wir mit Lana Beniko und dann würde ich sagen, könnte man die Folge schon fast beenden, wenn ich die Kisten nicht vergessen hätte. Ich muss mir noch Kisten holen. Ah, das mache ich dann in der Festung oder so. Auch eine Frage, die sehr häufig kommt, wo kriege ich meine Kisten her? Ich gucke sehr viel im AH. Auch allein schon, wenn ich hier so Sachen sehe wie Rohstoffe. Ich hatte jetzt irgendwie heute Phrasium gehabt. Phrasium ist ein Rohstoff 9. Grades. Nein, 9. Grades war es nicht. War es 9. 11. Grades? Ich weiß es auch nicht so genau. Zumindest bringt er beim NPC-Händler zum Verkaufen 225 Credits das Stück und ich habe dann halt immer hart geguckt, da waren die irgendwie 490. Dann habe ich mir da 99 Dinge gekauft und habe die dann für zwei, also habe die dann gewinnbringend ein Stack wieder verkauft beim NPC-Händler und so kriegt man dann auch 2000 Credits raus für ein Stack. Und das Gute war, das waren irgendwie 4 oder 5 Stacks und ich meine 10.000 Credits. In 1 bis 2 Minuten, das kann man sich mal nicht entgehen lassen. Oder auch einfach nur Kistentouren auf Markup oder Oricon oder sonst wo machen. Auf Oricon gibt es ja auch, glaube ich, 7 Kisten. Das sind also Sachen, wo man Credits verdienen kann, aber am besten kann man wirklich verdienen, wenn man einfach mal die ganzen Sachen vergleicht und Preise abgleicht und vielleicht auch Sachen einfach mal aufhebt. Wenn sie nicht so viel wert sind, momentan aufheben und dann später verkaufen bei einigen Sachen, das ist dann später auch so, dass sie nicht viel wert sind, aber manchmal klappt es dann halt und dann hat man eine riesige Gewinnspanne dazwischen und davon kann man sich dann auch wieder ein paar Kisten kaufen. Und Kisten kaufe ich generell nur mit Credits oder fast nur mit Credits. Ich glaube, 5-mal habe ich mir auch mit Kartellmünzen von den 600 Kartellmünzen, die ich monatlich habe, Kisten geholt, aber das ist eigentlich auch Blödsinn. Da sollte man dann lieber irgendwie andere Sachen kaufen, wenn man hier teure Sachen sieht, wie den Vectron zum Beispiel. Aber da müsste ich ja noch mehrere Monate sparen. Dann lieber irgendwelche einzelnen Waffen. Neu hinzugefügt, gibt es irgendwas Neues? Wow, weiß-weiß ist mal richtig billig. 750 Kartellmünzen. Ihr seid zurück. Die Rishi haben uns von Störungen in den Lagern erzählt. Ich habe mich um beide gekümmert. Teron wird in einer anderen Revanita-Festung in der Nähe festgehalten. Wissen wir etwas darüber? Die Anlage im Tal? Wir haben selbst gerade erst davon erfahren. Die Rishi sprechen von einigen Raumschiffen, die in der Umgebung versteckt sind. Revans Flotte. Genau. Und laut den Nova Blade Datenaufzeichnungen schreitet sein Plan rasch voran. Imperiale und republikanische Flotten nähern sich bereits. Das sind nicht nur kleine Patrouillengruppen. Beide Seiten haben ihre mächtigsten Kriegsschiffe versammelt. Sie werden von Darth Maar und Satil Shan angeführt. Das ist nicht gut. Sind sie etwa Revanita? Darth Maar ist ein attraktives Ziel. Wir wissen, dass die Infiltration durch die Revanita sehr weit reicht, aber doch nicht bis zu den beiden. Ich habe mich noch nicht ausreichend mit den Nova Blade-Daten befasst, um das zu beantworten. Aber ihr habt wohl recht. Es scheint eher unwahrscheinlich. Was wissen wir über die Revanita-Anlage? Sie scheint die primäre Operationszentrale auf Rishi zu sein. Starke Sicherheitsmaßnahmen und es führt nur einen Weg hinein. Wenn wir es irgendwie schaffen wollen, Teron zu retten und diesen Flottenkampf zu vermeiden, müsst ihr sie frontal angreifen. Dann werde ich genau das tun. Wir helfen euch so gut wir können. Viel Glück. Wow, ein Frontalangriff. Oh Gott, die ganzen Sachen, ey. Schon wieder voll. Achso, ich habe immer noch die anderen. Oh Gott. Gut, ich werde jetzt mal kurz zur Festung reisen und dann ein paar Kisten öffnen. Also bis gleich. So, beiden Belohnungen habe ich angenommen. Ein bisschen Platz habe ich noch. Kann ich gleich Trick wieder anziehen.
Oh ja, das wird gut. Okay, jetzt habe ich mir zwei Raumjägerpakete des Teufelskills aus meinem Vermächtnislager geholt und ich hoffe. Sturmkanone Dorn. Okay, Johannes Handschuhe sind glaube ich nicht wirklich viel wert. Also wenn jemand ein Kommando hat, dann kann er das gerne in die Kommentare schreiben. Muss auf dem Server C3M4 sein. Und der kann dann diese Sturmkanone haben. Einfach Namen rein und gut, muss kein Kommando sein. Aber wäre natürlich sinnvoller, wenn es ein Kommando ist, weil er Sturmkanone. Oder wenn man halt einen Gefährten hat, der eine Sturmkanone braucht. Wobei, da habe ich jetzt bis jetzt noch nicht viele gesehen, bis auf beim Kommando. Kommando hat Arik eine Sturmkanone. Und irgendein Gefährte hat noch eine Sturmkanone, aber der hat so einen komischen Namen, den hatte ich nie gehabt. Kann sein, dass es beim Agenten ist oder beim... Müsste beim Agenten sein. Gut, Inquisitor habe ich auch noch nicht. Komm, doch, Inquisitor habe ich... Habe ich schon auf 55, keine Ahnung. Ich denke mal, dann wird irgendein Gefährte beim Agenten auch eine Sturmkanone tragen können. Weil ich den noch nie hatte. So, gut. Das war's für diese Folge. Bis zum nächsten Mal, wenn ihr wollt. Euer Commander Peace. Peace out.